Das wisst ihr nicht selbst, wenn doch. Es ist nicht eure Entscheidung. Vergesst es einfach, Pritchard. Und es euch gefällt oder nicht, wir treffen hier nicht die Entscheidung. Pritchard, Gardnerson? Ganz ruhig, Steinhand, was geht hier vor? Und welche Entscheidung wäre das, Generalin Steinhand? Wenn ihr sie nicht treffen könnt, was tut es dann? Ärger mit euren Hunden, Steinhand. Vielleicht solltet ihr sie belohnen oder sie ausschalten. Fragen wir mal, welche Entscheidung? Pritchard hier thinks we should send a small force into Dragonspear to try and take out Kaelor and end this mess before the real battle gets underway. Pritchard denkt, wir sollten eine kleine Streitmacht nach Drachenspeer schicken, um zu versuchen, Kaelor auszuschalten und dieses Chaos zu beenden, bevor es zu einer richtigen Schlacht kommt. As I explained to him, we aren't operating independently here. The camp commanders have to agree on that sort of action. Wie ich ihm erklärt habe, arbeiten wir hier nicht eigenständig. Lagerkommandanten müssen einer solchen Aktion zustimmen. Und ihr denkt, das werden sie nicht? Demokratie, eine wundervolle Sache. Eine Streitmacht wie diese kann nur unter einem einzigen Anführer funktionieren. Eine Stimme muss sie führen oder es wird Chaos ausbrechen. Demokratie. Nederlock might go for it. Delancey, though, he's happy enough to try and starve Kaelor out. Anything to avoid bloodshed. Nederlock würde vielleicht zustimmen, aber Delancey, er würde Kaelor lieber verhungern lassen, alles um ein Blutbad zu vermeiden. No, if you'll excuse me, I've got to go talk to a hole in the ground about me peeing in it. Wenn er mich noch entschuldigen würde, ich muss gehen und mit einem Loch im Boden darüber reden, ob ich hineinpinkeln soll. General Steinhardt von der Durchfurt Miliz nimmt angesprochen viel Kritik von ihren Untergebenen hin. Blind. Wie es ihr gelungen ist, eine Führungsposition zu erreichen, ist mir völlig unverständlich. We've been discussing important strategic matters. What do you want? Wir haben wichtige strategische Angelegenheiten zu besprechen. Was wollt ihr? Nichts, was nicht auf ein anderes Mal verschoben werden kann, ich glaube ich. Verzeiht mir die Störung. Quartiermeister Bellegarde wollte, dass ich euch aufsuche. Er hat einen Gnomengegenstand, von dem er glaubt, dass er euch interessieren dürfte. Ich wollte euch nur wissen lassen, dass ich gehört habe, wie ein paar Milizkollegen Sempek und Damius sich gegen euch verschworen haben. Ich will nichts von euch, kleiner Mann. Nehmen wir mal die drei. Was, die Sonnenbank war Schweine. Ich lasse sie strecken und vierteilen. The hells you will. I'll deal with this. And you, stop making mischief. You hear me? We've got enough problems here without you making more of them. But you did good bringing this to my attention. And now I've got someone I can hit in good conscience. Here, take this as thanks. Ein Scheiß werde dir. Ich werde mich darum kümmern. Und ihr, Bredow, ihr hört auf, Ärger zu machen, hört ihr? Wir haben auch ohne eure Hilfe schon genug Probleme hier. Aber es war gut von euch, meine Aufmerksamkeit hier aufzulegen. Jetzt kann ich jemanden ohne schlechtes Gewissen verprügeln. Hier, nehmt das hier als Dank. General Steinhardt hat beschlossen, bei der Angelegenheit von Pritchard Gardnerson einzugreifen. Yay, ein Magie-Widerstandstrank. Das hilft ungemein. Wen ich noch nicht gefunden habe, ist der Typ. Marschall Nederlock. Reden wir doch mal mit ihm. Ich bringe Neuigkeiten, Marshall. Ich habe Beweise dafür gefunden, dass sich ein Verräter im Lager befindet. Ich bin auf diese Notizen gestoßen und habe sie bis zum Spion zurückverfolgt. We have a spy among us. Do you know who? Doch nicht. Ich muss weiter nachforschen. Dann los an die Arbeit. Ja, aber wo ist der Typ? Nur. Ach ja, und eine Ratte muss ich auch noch fangen.
Ja, hier wäre bald ein Call. Elfen haben nur selten Zeit zum Plaudern. Was gibt es? Izeda glaubt, ihr könntet mir etwas mit ihr. Ihr könntet etwas mit ihrer fehlenden Kerze zu tun haben. Ich wurde also entlarvt. Nun ist es zu spät. Ich habe so einen weich kostbaren Teil meiner Kenntnisse zu Kayla geschickt. Die streitende Dame wird triumphieren und euch alle im Staub zurücklassen. Kayla wird fallen und alle ihre Kreuzritter mit ihr. Ich werde dafür sorgen. Was euch angeht, ihr werdet wegen Hochverrats gehängt. Ihr folgt ihr wahrlich blindlings, oder? Zum Gang mit euch, obwohl ihr so einen so angenehmen Tod nicht verdient habt. Ihr folgt ihr wahrlich blindlings, oder? Mein Tod ist es wert, wenn es der Dame dient. Ich soll den Norlock über den Verräter informieren. Mhm. Ich muss aber immer noch eine Ratte finden. Die Ratte habe ich total, auf die Ratte habe ich total vergessen. Oh, bist du eine Ratte? Mingo, du bist eine Ratte. Piep, hallo, diese Ratte scheint vielleicht seltsam, aber ich habe mich gefragt, ob ihr wohl mit meinem Freund hier reden, würdet. Piep. Lass sie zufrieden, das ist mein Rudel. Wo kommt ihr denn her? Das hier war mein Territorium, bevor ich Bike gemacht habe. Piss, lasst mein Rudel in Ruhe und haut ab. Ich muss nur mit eurer Ratte sprechen. Danach werde ich zusehen, dass ich verschwinde. Nun, jetzt ist es unser Territorium und so viel Verrücktes klingt, ich muss mit einer Ratte sprechen. Mich zu hintergehen ist ein Fehler, den ihr nicht begeben wollt, übelriechendes Vieh. Ich habe bereits viel Schlimmeres als euch erlegt. Nehmen wir mal die zwei. Mein Nest, mein Rudel sterbt. Jetzt kann ich mit einer Ratte sprechen. Ja, hallo Ratte, scheint mir seltsam, aber würdet ihr reden? Piep, piep, Curvy, könnt ihr mit der Ratte sprechen? Ich spreche die Rattensprache nicht wirklich fließend, aber ich werde es versuchen, sie herzulocken. Komm hier, kleine Ratte, hier her, Rattchen. Hm, ich sehe Spuren von Rinde in ihrem Fell. Wenn ich mich nicht irre, ist das Schwarzdornrinde und sie ist... Sie riecht schimmelig. Suchen wir nach einem Schwarzzornbaum. Es könnte über die nötigen Eigenschaften verfügen, die wir brauchen, um die Kranken zu heilen. Ich sollte im Wald nach einem Schwarzdornbaum suchen. Gut, dann geben wir aber erst einmal die Spion-Quest ab. Oder reden noch mal kurz mit Glint. Wenn wir ihn denn finden. Na, kein Glint. Soon we march. Hey Brandon, ich möchte euch im Namen der Kinder, die ich niemals zeigen werde, nachdem Steiner so deutlich getreten hat, dafür danken, dass ihr uns verpfiffen habt. Ihr habt euch gegen einen vorgesetzten Offizier verschworen. Ich hatte keine andere Wahl, als das zu tun, was ich getan habe. Das tut mir leid. Ich habe mit Steinhardt gesprochen und sie wollte fragen, wo das Speisezelt ist und da ist es mir rausgerutscht. Nach all dem hätte ein weiserer Mann vielleicht gelernt, den Mund zu halten, aber ihr anscheinend nicht. Vielleicht muss man euch noch eine Lektion erteilen. Ich möchte Ihnen die Lektion erteilen, Brenno. Sie werden schnell die Torheit Ihrer Taten erkennen und ich verspreche euch, Sie werden sie nie mehr wiederholen. Nein, bitte, wir haben es verstanden. Wir wissen, was zu tun ist und was nicht zu tun ist. Wir schwören auf unsere Ehre, werter Herr, dass wir niemals wieder jemandem irgendwas sagen werden. Gut. Eine verschlossene Kiste. Yes, dear.
Wie kann ich? Ich werde mich im Handumdrehen. Okay, nichts Besonderes drin. Ich frage mich gerade ernsthaft, wo Glint hin ist. Gut. Good to see you. Ja, ich bringe Neuigkeiten, Marshall. We have a spy among us. Do you know who? Die unter uns ist ein Spion, wisst ihr wer? Malden Call. Als ich ihn damit konfrontierte, gestand er also und wurde verhaftet. Malden Call. I knew him well. Or I thought I did. We have to tighten our security. No one can be trusted anymore. Not even our own forces. Malden Call, ich kann dich gut, das sagte ich jedenfalls. Wir müssen unsere Sicherheit erhöhen. Man kann niemandem mehr trauen, nicht einmal unseren eigenen Leuten. Vielen Dank, dass Sie mich darüber informiert haben. Ich kann euch diesen Kurzbogen als Belohnung anbieten. Vielen Dank. Dann macht, dass ihr hier rauskommt. Wegtreten. Fleischreißer. Okay. Du bist auch ein Kurzbogen. Hast du was Besonderes? Nö. Du erhöhst nur die Bewegungsgeschwindigkeit noch weiter. Gut. Ich habe den Namen des Verräters gemeldet, habe dafür Erfahrungspunkte bekommen und einen Kurzbogen. Okay. Ich frag mich gerade. Well, look who we have here. The hero of Baldur's Gate deigns to walk among us. Aren't you supposed to be spelunking in Kaelor's caverns? Nun schau, wen haben wir hier? Den Helfer von Baldur's Tor lässt sich zu uns herab. Solltet ihr nicht die Höhen von Kaelor erforschen? Ich werde schon bald aufbrechen, es sei denn, noch etwas anderes hier erregt meine Aufmerksamkeit. Wisst ihr von etwas, das meine Aufmerksamkeit erregen könnte? Now that you mention it, I do have a bug in my boot about something. I've heard rumors of a thieves guild forming in camp. Small at the moment. I'd like to make it smaller still. Nur da ihr es erwähnt, ich habe da ein Anliegen. Ich habe Gerüchte über die Bildung einer Diebesgilde im Lager gehört. Im Moment ist sie noch klein, ich würde sie gerne noch kleiner machen. Was lässt euch glauben, dass ihr sich eine Gilde bildet? You always get some leeches in camps, but this one's had more than its share. Some of my men say they've been asked to steal from dead soldiers and pawn their scavengings through a black market. I won't have that sort of business going on here. Es gibt immer ein paar Blutigel im Lager, aber dies hatte mehr als seinen gerechten Anteil. Einige meiner Männer sagen, sie wurden gebeten, tote Soldaten zu bestehlen und ihre Beute auf einem Schwarzmarkt zu verkaufen. Ich werde diese Art von Geschäft hier nicht dulden. The guild will pressure the soldiers to do what they ask and make an example of those who won't. Not an uncommon practice. Die Gilde wird die Soldaten unter Druck setzen, das zu tun, worum sie gebeten werden, und ein Beispiel für diejenigen bieten, die es nicht tun. Keine ungewöhnliche Vorgehensweise. You're new here, so the guild probably hasn't gotten to you yet. You may be a black-hearted villain, but people see you're here to help. Can you take care of this? Ihr seid neu hier, also hat euch die Gilde wahrscheinlich noch nicht erreicht. Ihr mögt ein bösartiger Schuft sein, aber die Leute sagen, dass ihr hier seid, um zu helfen. Könnt ihr euch darum kümmern? Was springt für mich raus? Maybe a dwarf, but I'm no skinflint. How does 500 gold pieces sound? Ich mag ein Zwerg sein, aber ich bin kein Geizhals. Wie klingen 500 Goldmünzen? Wo soll ich anfangen? Start with a merchant named Wizob. I've heard she'd sell the coppers right off your granny's dead eyes. Beginn bei einer Händlerin namens Weise, aber ich habe gehört, sie würde die Kupfermünzen direkt vor den toten Augen eurer Ober verkaufen. Schön, ich werde zurückkehren, wenn ich mehr über diese Gilde in Erfahrung gebracht habe. Well, don't go announcing your mission to the whole camp. Keep it under your hood, eh? Now, get moving. Nun kündigt eure Mission nicht im ganzen Lager an. Meldet sie sich für euch in Ordnung, jetzt macht euch auf den Weg. Ihr sollte Weiser aufsuchen und mit ihr sprechen. Der Hund
Untergrund sieht dort hinten sicherer aus. Und ein paar Edelsteine zu finden ist mir immer willkommen.